Holz der Eierfest. Ach. Eine Pizza geschenkt bekommen von Shane. Boah, Emily hat mir gesagt, zeig mir, wie man Salat macht. Zeig mir, wie man eine Pizza macht. Du hast mit Pizza angefangen, da waren meine Gedanken nicht schnell genug. Na, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir das Eierfest haben, ne? Ja. Können wir da nicht Speed-Eiersuch machen heute? Einfach um die NPCs auszutricksen? Nein. Du kannst einfach auch echt keinen Spaß, ne? Was? Du gönnst aber auch einem echt keinen Spaß, ne? Nein! Wie macht man denn Speed-Eier suchen? Ja, indem man halt Cheats anwirft. Indem man einfach halt schneller unterwegs ist. Ja, wir gewinnen ja, also einer von uns gewinnt ja so oder so. Ja eben, deswegen so. Und was für eine eiskalte Lüge, Sebastian. Du warst nicht mit deinem Motorrad unterwegs. Lüge. Hat er das gesagt, oder was? Ja. Wow, exposed. Direkt mal Scheidung einreichen. Als sei denn erst aufgestanden, wo wir geschlafen haben, ne? Aber. Übrigens, Emily meditiert gerade. Das will ich sehen. Ach, da oben bei ihrem, okay, sie meditiert. Du meinst, sie stockt die Lage auf. Ja, sie kümmert sich um ihren Bestand. Ja. Und bei mir macht der Vogel immer noch keinen Ton. Merkwürdig. Sie mag es, ihre eigenen Kleider zu schneidern, aber den Stoff dafür kommt sie nicht so leicht. Das ist eine lange Reise in die Stadt. Ja. Super lang. Ich habe immer noch nicht 14 Herz mit Emily. Mensch, Emily! 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 Uff, ich habe erst 2 Herzen mit Sebastian. Ja, und Harvey war die ganze Zeit nicht da. Der ist jetzt auch schon wieder weg gewesen, als ich aufgewacht bin. Ich möchte übrigens mal geben. Wenigstens ein paar von den Fässern hier. Mach die eigene. Ach komm. Siehst du, ihr nimmt einem nichts. Eigene. Zu gar nichts. Du musst noch Holzhacken nehmen. Stimmt. Aber Eierfässer hat schon begonnen. Ja, ich weiß. Das war. Hast du jetzt 2 Fässer dafür benutzt? Nein. Wieso sind die noch nicht fertig? Mein Herz ist ja fertig. Wollt ihr schon ausfallend werden? Warum bist du eigentlich so, egoistisch? Ich bin nicht egoistisch, es ist unser Geld, was wir dann kriegen dadurch die Marmelade. Ja, aber so viel auch nicht. Du kannst mir ja ein bisschen Gemüse gönnen. Hast du schon einen Lauch zu Hause? Wow. Warte, andere Spieler 2 von 3. Ich gehe noch Holz hacken. Das war doch nicht ernst gemeint. Wir haben Zeit, Mann. Ist doch egal, wann wir zu dem Fest gehen. Gibt es hier irgendeine Zeit, wo das vorbei ist? Ja, irgendwann ist es vorbei. Ja, das glaube ich auch. Also ich brauche jetzt nicht bis 22 Uhr, um ein bisschen Holz zu hacken. Sieht aus, als würde ich irgendwie, also das Video, das ich jetzt gerade erstmal sehe, sieht aus, als würde ich irgendwelche Samurai-Übungen machen. Weißt du? Kann man das gut in der Kamera erkennen? Wahrscheinlich nicht. Auf meiner Mini-Web North Harvey immer noch SOS. SOS, Schmess-OS. Ach, Lena. Ich kümmere mich hier um unseren Zusammenhalt. Im Gegensatz zu jemandem, der mich nicht mal Obst, Gemüse einlegen lässt. Wo rennt Ding uns eigentlich hin? Ach, zum Brunnen. Hast du jetzt die Map aufgehört? Die Minimap. Ach so. Die ist ja die ganze Zeit um links. Ich muss aber nicht oben in die Stadt, oder? Ich kann jetzt auch einfach hier unten. Unten müsste eigentlich auch gehen. Geht. Bam, 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 ich hab wieder 17 Hartholz gefunden, also.
Warum ist Holz so eine kostbare Ressource gerade und du gönnst mir das wirklich? Ich bin ein bisschen angegriffen hier. Von wem? Nolan. Ich wollte sagen, von dir eher weniger. Du hast irgendwie aufgehört, Lena zu fronten. Ich? Nein, der Heilige Geist. ja, wenn sie hier schon für mich Holz hackt, dann... So, ein paar Erdbeeren Samen gekauft. Oh, das ist aber lieb. Feuert dich Harvey auch an, Lena? So wie Sebastian mich anfeuert? Stimmt, ich bin noch erst hier oben mit den Leuten am Reden. Komm schon, lass mich durch! Also Emily freut mich nicht an. Emily hat die ganzen Eier gefärbt. Hat sie gesagt. Mhm. Auch nachts halt, ne? Ja, ja. Wann denn sonst? Einmal Pierre erschrecken gehen. Ach, stimmt, das geht ja. Hallo Pierre. Wie erschreckt man ihn denn? Nicht sagen. Lena, wo bist du? Möchtest du was kaufen? Hä? Lena, komm zum Laden. Ja, Moment. Der Laden ist links. Also zum Stand. Möchtest du was kaufen? Oh, wie? Tja, ist jetzt die Frage, wie, ne? Ganz kalt. Das ist eine gute Frage. Ja, irgendwann müsst ihr da ja wieder rauskommen. Nö. Ich gehe weiter, Leute begrüßen. Ich seh's. Ist Harvey überhaupt? Da kommt der gar nicht mehr gucken. Verdammt. Hat's. Ja, sie hat's. Ich glaube, sie hat im Stream geguckt, oder? Nee, tatsächlich nicht. Auf die Idee bin ich nicht gekommen, obwohl ich es so direkt am zweiten Bildschirm hab. Wow. Ich hab Harvey gefunden. Ach da, lol. Ja, der stand auch mal weiter links. Er feuert mich auch an. Okay, ich würde der Einzige, der nicht angefeuert wird, nett. Danke, Emily. So, kann ich starten? Jo. Ich glaube, man kann hier gar nicht cheaten. Ich weiß nicht, ob du das Cheat-Menü aufmachen kannst. Weiß ich nicht. Aufmachen ja, aber ich wollte gerade auch schon schneller aus hinter dem Stand weg und das ging nicht. Hm. Jawohl, keine Dori, Ahnung, Eier sammeln. Ich hab wieder vergessen, wo die überall waren. Fuck. Ich bin gerade dumm.
Wo war noch mal überall? Ah ja, ich hab's vergessen. Ups. Einmal festhängen. Ich hab's so vergessen. Ich darf noch eins. Ach. Was denn? Weg. Was weg? Oh lol, da ist noch eins. Du hast die ganzen Eier gerade gesammelt, die ich sammeln wollte. Mimimi. Als ob du schon neun hast, Cheater. Elf. Als ob. Du hast gemogelt, oder? Nein, hab ich nicht. Hab ich wirklich nie. Mensch, du hast gewonnen. Hey, Überraschung. Hier ist mein Preis, ein Strohhut. Kann man tatsächlich schlechter als die NPCs sein? Ja, also Abigail ist im Singleplayer ziemlich stark. Oh. Tatsächlich. Also die kann da einen relativ schnell abziehen. Bei mir werden Sebastian und Harvey gerade zu Hause angezeigt und zucken ein bisschen. Also bei sich in den ursprünglichen Häusern. Weird. Bei mir glaube ich sogar auch, ja. Ich gehe auf jeden Fall mal gerade aufs Klo. Immer wieder interessant, dass es bei euch so rumflasht. Nein, nicht angeln. Oh. Oh. Ich bin richtig gut im Verteilen von Dingen hier. 90 Hartholz. Morgen kann er endlich seinen Pferdestall in Auftrag geben. Ja, wie gesagt, zwei Tage halt noch dann. So. Willst du die Würmer direkt aus der Erde angeln? Ja, das wäre doch ganz cool, wenn das gehen würde, du. Ich will Speed. Speed, Schmied. Noch Zeit, kein Stress hier. Kein Stress. Bam, bam, bam. Ist Marcel halt überhaupt schon im Bett? Bist du im Bett? Nee. Dann ja. Ich habe jetzt gerade noch sortiert. Und den Wein verkauft, hallo? Danke. Jetzt sind Fässer frei, oder was? Ja, aber leider nicht die Fässer, die ich brauche zum Einlegen. Nee, weil die Fässer, also die Weinfässer, daraus machst du halt Saft, wenn du da Gemüse reintust. Nee, dann macht man da nicht Bier? Nein. Achso. Ah nee, aus den Hopfen, wenn man die Hopfen da reinpackt, dann macht man Bier. Yep. Verdrehen Sie ja manchmal die Wahrheit, Lena. Es regnet, die Legende ist wieder angelbar. Nice. Erstmal kurz und Sebastian. Königin der Soßen. Kartoffelpuffer. Heute Kartoffelpuffer. Weiß ich aber schon. Ob wir Pizza und Heidi hat Geburtstag, ne? Also kramt die Narzissen raus. Mag Heidi Narzissen? Ne, Sonnenblume, ja. Kokosnuss, Obstsalat und pinke Torte. Doof, dass ich gerade letzte Kokosnuss verarbeitet habe. Hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gekauft? Der Rhabarber ist fertig. Rhabarber, Rhabarber. Wenn ich jetzt ein Pferd hätte, wäre ich viel schneller oben beim See. Mister, nein! 90 Hartholz. 90? Morgen haben wir wieder über 100. Morgen? Ja. Warum nicht heute? Oder sogar heute.
Ja, heute. Wenn du noch nicht sammeln warst, dann heute. Da kann jeder ja auch nochmal bei der fahrenden Händlerin vorbeigucken. Gucken, ob die irgendwas hat, was gemein aus. Mach ich die Hühner gleich erst. Fahrende Hände verstanden. Ansonsten kann ich die Hühner auch machen. Ja, kannst du auch machen. Okay, ich muss gerade noch ein Geschenk holen für Emily und dann mach ich die Hühner und die Enten. Leon, der zweite, wir gehen ein Abenteuer. Was? Nochmal bitte. Ich hab mir Leon den zweiten geschnappt und wir machen uns auf zu einem Abenteuer. Ach so, ich hab verstanden. Leon, der zweite wäre gerne auf ein Abenteuer und dachte mir so, was für eine neue Einblendung ist das denn? Bald habe ich aber auch Hofarbeit Stufe 9. So, was brauchen wir denn von der Händlerin eigentlich noch? Der hat Käferfleisch, Aprikosen, Setzling, Kristall. Brauchen wir, warte mal, Mohn, Spiegelei, Trüffel, Hasenpfote, Granatapfel, drei Äpfel. Okay. Und Sonnenblume oder Rotkohl? Ich will die Kaffeebohne mal mitnehmen. Wir haben noch Kaffeebohnen im Lager. Ja, okay. Nee, sie hat nur eine Kristallfrucht, wäre vielleicht von. Aber eine für 900, wir haben doch noch einige, oder? Dann habe ich jetzt mittlerweile alle verarbeitet, aber das ist eigentlich zu teuer. Ja. Mäh. Ja, okay. Ja! Emily Friedrich bewegt sich auf dem Ei weg. Dankeschön. Okay, der Fisch beißt nicht auch, also der beißt auch an, wenn du nicht auf Max auswirfst. Aber er ist immer noch scheiße. Ein Ei musste ich in die Kiste tun, weil das zu viel war, Lena. Jo, also geht's mir jeden Tag. Okay. Mal hier denn. Er hat einfach immer zu viel. Ah, ja? Zu wenige Maschinen da. Müsst euch einen automatischen Tierproduktsammler holen. Wäre eigentlich an sich eine gute Idee, Dori, hast du recht. Aber ich bin ja nicht für die Tiere zuständig, das ist ja Lena. Gibt es das? Ja klar, bei Mani. Aber das gibt halt Hofarbeit, das Einsammeln, deswegen sichte ich da eigentlich drauf, solange ich noch nicht 10 bin. Du bist noch keine 10, Lena, was machst du denn hier? Wirke recht reif für mein Alter. Würde ich jetzt auch sagen. Ja, trotz reif genug, dass ihr bei der Hochzeitsnacht mit Doktorspiele gemacht habt, ne? Ich fühle mich auf einmal so schmutzig. Boah, das ist so schnell, kann man dieses Kackding bei der Angel doch nicht fallen lassen, ey. Uff. Dein Seetang, Grünalge. Hast du eigentlich den Iridium-Sprengler schon irgendwo hingepackt? Nö. Kannst du, wenn du möchtest, ins Gewächshaus packen. Yeah. Wo ist denn der nochmal? Ich weiß nicht, wo du den hingepackt hast. Du hast ihn noch gekauft. Ach, da. Kannst du von mir aus Sternfrüchte zum Beispiel anpflanzen? Hm? Sternfrüchte anpflanzen im Gewächshaus. Mal einen Fischteich, ja? Mache das. Obwohl. Nee, Marcel sollte erstmal sein Dings bauen. Wenn ich genug Holz habe, dann aber Hartholz. Ja. Und dann komm mal nach Hause hier. Hol mal deine Sachen. Ja, ich versuche gerade diesen. Ja, weißt du, heute Tage da groben, dass er einen Pferdestall will. Das kann er nicht einen machen. Mach trotzdem nicht. Ja, aber warum wieso regst du ausgerechnet heute? Fragen wir Fragen im Leben eines Marcells. Warte, wäre es nicht sinnvoll, etwas, was man mehrfach abernten kann, da reinzupacken? Kannst du auch. Ich glaube, wir haben momentan nichts. Doch, die Erdbeeren. Ja.
Und die bringen nicht so viel, da wäre es halt eher besser, weiß ich nicht, Blaubeeren oder so anzubauen. Wir haben momentan keine. Was Hartholz? In der Küste. Du brauchst doch mehr als Hartholz, oder? Eisen. Kaktussaat kann man auch machen. Ja gut, der bringt mehr, weil den kannst du gut zum Wein verarbeiten. Weil Kaktuswein bringt ein bisschen mehr als normaler Wein. Okay. Guck mal, was ich alles um diesen Sprenkler rumbauen kann. Hast du Kaffee getrunken? Hm? Aber ich habe eine Kaffeebohne. Weil du ein bisschen so wirktest, als ob du ein bisschen schneller bist, Lena. Echt? Ja. Nö, ich habe keinen Cheat dafür drin oder so und habe keinen Kaffee getrunken. Ja, muss aufpassen, dass du dieses Cheats-Menü updatet. Nö. Achso. Deswegen kann ich es ja nicht benutzen gerade. Weil bei mir. Ich kann es auch benutzen, wo ich es nicht geupdatet habe. Ja, also das aktuelle Ding zum schneller machen ist automatisch an. Das muss man nämlich jetzt den Regel nach ganz links machen, weil das sonst auf 5 wäre. Mhm. Krass, wie wenig Lauch hier im Moment, also Frühlingszwiebeln hier und dieses Jahr sind. Blöd. Sammel, also ich an sich ja ganz gerne eigentlich. Oh, es war ja nur eine Kaktussaat. Mehr kann man im in der Büste kaufen. Hast du jetzt eigentlich deinen Auftrag gegeben, Marcel? Ja. Cool. Ich bin schon wieder auf Fischjagd. Auf Fischjagd. Auf Fisch. 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 Fischi, Fischi. Na, was macht der Heli nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Ach, heute hat der Geburtstag. Goldener Kürbis, magische Bonbons, Perle, Hasenpfote, Kokosnuss, Obstsalat, pinke Torte, Sonnenblume. Kokosnuss. Haben wir noch welche? Nein. Du hast eben gesagt, dass ich letzte aufgebraucht habe. Hör doch mal zu. Bitte. Sorry. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Und die wird momentan verarbeitet zum Kokosnusswein. Liebt Narzissen zwar nicht, aber sie mag sie, also. Ist auch narzisstisch. Ah. Yep. Och man, kann nicht mehr anbeißen. Also heute beißt er öfter an, aber noch nicht oft genug. Interessante Aussage. Ja, einmal würde reichen, wenn du ordentlich anbeißt. Nett, Lena. Nett. Du hast dich auch sehr gut geschlagen, als du versucht hast, ihn zu angeln. Definitiv. Ich bin aber auch schlecht in sowas. Ich habe von Leon gehört, dass Lena sich auch gut schlagen lässt. Das ist richtig. Ich hatte ihn erfasst, diesen blöden Fisch. Was war so knapp? Aber jetzt krieg ich gerade nur normale Fische, ne? Das ist. Belastend. Mhm. Jetzt hält ihr zu Hause, Lena? Ja. Ist das Haus noch offen? Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ist nach 8. Dann kriegt ihr kein Geschenk mehr. Dann hat sie Pech gehabt. Kriegt sie keine schönen Narzisse. Hm. Komm schon, Fisch. Tu mir den Gefallen. Fisch.
Ich tu dir alles vorne in die Kiste zum Verkaufen, Lena. Ich tu dir alles in die Kiste vorne zum Verkaufen, Lena. Jo. Ich habe jetzt schon die Runde gemacht. Da. Alles in der Kiste. Klingt so schön, wenn ich gleichzeitig vorbeiläuft. Weiter? Ja. Langsam bekomme ich wieder Hunger. Ein Sandwich-Toast war jetzt nicht so gerade das Mittagessen, was ich mir erhofft habe. Mittag vor allem. Ja gut, da den er relativ spät aufgestanden ist. Ja. Ja. Und die eigentlich immer essen dann, wenn wir streamen. Boah. Wir haben halt so gegen irgendwann nach drei gefrühstückt. Boah. Du hast jetzt wieder Hunger? Holy shit. Ja? Ja, ich kann es verstehen. Der passt jetzt gerade echt gar nicht mehr an, ne? Ist schon frech. Hat jemand den Wetterbericht gecheckt? Nee, ne? Ich will keine Fässer in meinem Haus. Bitteschön. Wir haben, ich glaube, ein paar Häuser, die zurzeit abandoned sind. Das ist ein eingelegtes Gemüse daheim. Viel Spaß damit. Nutze das Skillchens Haus danach als Schuppen. Gemüseeinlegestätte. Da musst du nur ein paar Musikblöcke eventuell entfernen. Na, eventuell schon. Ach, ein bisschen Musik schadet dem Gemüse bestimmt nicht. Was denn? Weiß man jetzt nicht so genau, ob das dem schadet oder nicht. Ach so. Tut mir leid, aber das, was dein Pferd auf dem Kopf hat, sieht halt nicht nach einem Hut aus. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht so merkwürdig einfach aus. Wie oft willst du es eigentlich noch betonen? Bis dieses Ding weg ist. Marcello, Schmabello. Das wird ganz schön spät, uff. Meinst du zwei Tage und dann Schluss? Jo. Weil sonst ja. Ist das blöd mit dem Schneiden, wenn wir jetzt nicht nur zwei Tage machen. Zwölftausend.